Stimmt. Boah, hätte ich gar nicht mitgerechnet jetzt. Hi Leute, es ist mal wieder Zeit für etwas komplett Neues. Ich hatte ja letztens in einem Stream so die Idee gehabt, dass ihr mir Sachen schicken könnt und ich höre mir das mal an und auch gerne öffentlich. Jetzt werde ich hier mal einige Zuschauereinsendungen tatsächlich ein bisschen näher betrachten. Und es geht auch direkt los. Komm her hier. So schön. Das hier ist ein Song von Luca und er heißt Bungio oder Bungio. Weiß ich nicht. Oh. Es beginnt so ein bisschen swingig zu werden irgendwie. Ich bei der Gitarre gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Oh, was? Interessant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mir diese Hi-Hat zu hektisch ist. Aber es glaube ich auch ganz. Naja, irgendwas muss ja da sein, damit das Raster irgendwie, damit das eingeteilt wird. Ich hätte. So, oh, Wahnsinn, jetzt. Geht noch kleiner das Raster. Das Piano fängt jetzt in dem. Oh, das ist die Gitarre? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich hätte auf jeden Fall mir gewünscht, dass da schon vorher irgendein Lead-Instrument mich da ein bisschen mitnimmt. Das ist das so ein bisschen. Also, wie hier jetzt das Piano soliert jetzt. Sonst ist das halt so ein bisschen. Man weiß nicht, woran man sich orientieren soll, festhalten. Sonst hängt man so ein bisschen in der Luft. Ansonsten. Toll, also die Akkorde auf jeden Fall. Sprechen schon mal. Es geht um Schmerz oder vielleicht auch sogar Leidenschaft. Naja, Leiden steckt ja in Leidenschaft. Ich gehe mal davon aus, dass das Schlagzeug eingespielt ist mit einem MIDI-Keyboard. Man darf bei sowas gerne auch, wenn es halt so Groove-basiert ist, quantisiert werden. Wenn es nicht aus einem Sample, aus einer Sample-Library kommt, dann würde ich sagen, Groove üben. Aber sonst eine sehr schöne Idee. Eine sehr, sehr schöne Idee. Als nächstes haben wir von der Dude mit dem Hut. Por una cabeza, Guitar Cover. Ist das jetzt hier, ist das Musik, die ich zeigen kann? Oder wird mir dann der Kanal zugeclaimed? Naja, ich spiel's mal ab. Was ist denn das für ein Takt? Oh, schön, diese. Herrlich! Schön! Das kommt mir bekannt vor. Ist das vielleicht von Breaking Bad? Nee. Auf jeden Fall
Fall die Habanera. Ne, wenn wir an Georges Bizet denken, Carmen. Hum, 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 hum. Ich gehe mal davon aus, dass alle Instrumente live eingespielt worden sind. Oh! Ach, Mensch, ich wäre jetzt so gerne an irgendeiner Mittelmeerstadt. Küste. Irgendwie. Küstenstadt. Oh, Hallöchen. Spicy. Schön so Call and Response, geil. Schön gevoiced. Ich krieg regelrecht Gänsehaut davon, das gibt's doch gar nicht. Schön. Oh. Du! Nicht schlecht, Herr Specht. Das hat mir sehr gut gefallen. Da muss ich wirklich das. Hatte. Hatte was. Hatte schon schön vieles. Au! Erst war das Bein gebrochen. Haja! Was haben wir hier? Haffe? Habhe? Weiß ich nicht. Habhe Kerkerling von Klangachse. Jedenfalls. 5 Minuten lang. Mal gucken, ob ich es am Stück zeige. Ansonsten sind natürlich noch. Sind die alle, nee. Die sind nicht alle verlinkt. Die öffentlich sind. Hm. Schon was. Boah, hätte ich gar nicht mitgerechnet jetzt. Das ist ja nice, ey. Dieser. Oh! Scheiße! Schön noch diese Super-Sing. Diese. Ich denke, wie so also eine ganz tief gepitchte Tabla-Drum. So diese große von den beiden. Und oben. Das ist so eine große und eine kleine. Und diese kleine macht da oben diese. Und unten ist dann die. Geiler Groove. Heilig Blechle. Die Klangachsenmächte sind auf jeden Fall gut aufgestellt. Vor allem wie diese Wellen auch nicht aufhören, da im Hintergrund rumzudengeln. Oh, ey. So, this looks like a job for me. Oh, ich hab vergessen, das hier runterzuziehen. Geil, das erinnert mich. Okay, so, jetzt kommt wieder so Eminem in Mumbai oder so. So klingt das so ein bisschen. Was saugut. Schön, also geschmackvoll auch. Geil, auch dieses Instrument. Schön. Könnte auch aus so einem Eminem-Song sein. Geil. Schön. Könnte ich auch Vocals vertragen, ehrlich gesagt. Aber muss auch nicht sein. Also ich war ja selber früher mehr auf der. Oh. Geil, der Arpeggiator. Sau nice.
Wie gesagt, ich war ja selber früher so auf der Schiene, es muss nicht immer so Vocals dabei sein, aber wenigstens so ein, weiß ich nicht, irgendwelche Vocal Bits oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist dann irgendwie so ein oder irgendwie so ein bisschen jedenfalls nur da rein. Geiler Groove. Ich wiederhole mich hier ständig heute. Sau nice. Erinnert mich so ein bisschen hier, wenn es wieder. Erinnert mich so ein bisschen an Make a Move hier, wenn es wieder reingeht. Oder so ähnlich? Ja, das gefällt mir sehr gut. Und die Sonne kommt raus. Schöne. Ja, doch, ich wollte mich nochmal vergewissern. Das ist schöne Soundscapes auch so im Hintergrund. Dieses Rauschen, dieses. Schön. Dass das hält das so zusammen, da wird das Ganze eins. Und natürlich fadet es aus. Schönes Ding. Schönes Ding. Klangachse. Und als nächstes haben wir von Elias Into the Jungle. Wieder ein etwas kürzeres Stück. Verzeihung. I'm a pickle, Morty! Oh. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt Halftime wird oder so Double Time oder so. Ja, ich wusste es. Es ist natürlich, wenn es schon Into the Jungle heißt. Geil. Schön mit dem. Geil. Boah, super busy auch dieser Drumbeat. Boah, der Super ist auch super schön. Schön deep. Alter Schwede. Wenn das jetzt so richtig ein Drummer spielen müsste, dann wird doch fix und fertig hinterher sein. Jawoll. Klassiker. Dieser Acid-Filter, wo die Resonance so ganz hoch gedreht ist und der Cut-Off einfach immer weiter aufgeht. Klassischer Acid-Filter-Cut-Off-Sweep. Schöne Chords. Die Pads sind sehr, sehr geschmackvoll so ausgevoiced, finde ich. Immer so ein bisschen geheimnisvoll. Geiles Ding, schön kurz und knackig. Elias. Klasse. Und jetzt gibt es noch als kleines Bonbon hinterher einen alten Song von mir,
den ich letztens wiedergefunden habe. Und letztens ist wieder mal, wie ist es denn? Ich glaube, Melodica's Nightmare. Und das klingt so. Zum Glück auch nur kurz. Da habe ich die Melodica hier gesampelt und die Boomwhackers, diese bunten Röhren. Das heißt, ich habe die dann auf meinem Keyboard gehabt. Auch so ein bisschen, ja, schön, toll. Und natürlich dieser Pedro mit der zweiten Stimme. Man könnte mir vorwerfen, ich hätte mich an Justice orientiert, mal wieder. Und wann ist denn das? Das Geld steht da nicht. Und dann die Claps auch. Oh, ja. Okay. Jetzt kommt wieder die Melodica. Und dann habe ich sie halt so tief gespielt nach dem Samplen. Und noch mal Oktave drunter. Ich sag doch. Eigentlich müsste die auch mit der Melodica, Alter, so bis zum Erbrechen hoch gedistortet. Da müsste am Ende die Melodie eigentlich. Warum da die Melodie nicht weitergeht, keine Ahnung. Das hätte man so schön fortführen können mit diesen riesigen Claps von beiden Seiten. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ihr könnt jetzt noch meinen Kanal abonnieren und weitere Videos anklicken und mir vielleicht Sachen schicken auf meiner Webseite marti-fischer.com. Da könnt ihr unter Kontakt könnt ihr ein lustiges kleines Formular ausfüllen. Dann könnt ihr wie diese netten Menschen hier das in irgendeine Cloud hochladen. Ich spucke. Und dann, also irgendwas, wofür ich jetzt nicht unbedingt noch Zugriff anfordern muss, sondern wo ich direkt draufdrücken kann und es mir ansehen kann. In der Sonne sieht man aber auch jedes Scheißding, was hier aus meinem Mund rausfliegt. So, und wie gesagt, marti-fischer.com, folgt mir auf Instagram und so, das ist alles in der Videobeschreibung. Tschüss!